Herzlich willkommen auf meinem Kanal. Mein Name ist Greta Silva und hier geht es mal um die Einsamkeit. Das ist ja da draußen ein so großes Thema durch alle Altersstufen und alle Altersklassen. Man kann sich einsam fühlen, wenn man alleine ist, und man kann sich in großen Gruppen einsam fühlen, man kann sich in der Partnerschaft einsam fühlen, man kann sich einsam fühlen, wenn man die Stadt gewechselt hat für einen neuen Job und oder auch Schulkinder, die in eine neue Klasse kommen, können sich einsam fühlen. Also das geht ja quer durch. Und da erstmal mit einer Sache aufräumen, dass Alleinsein bedeutet nicht Einsamkeit, sondern es geht bei der Einsamkeit darum, wie ich damit umgehe. Wenn ich zum Beispiel alleine nach Hause komme, in meine Wohnung, muss ich da gleich den Fernseher einschalten und mich ablenken, nur, sage ich jetzt mal etwas pieksig, weil ich Angst habe, da kommen so problematische Gedanken in mir hoch, dass da Probleme plötzlich irgendwo sichtbar werden, an die ich aber nicht ran will. Dann wäre es ein ganz, ganz toller Punkt, sich mal selber den Abend schön zu gestalten. Was brauche ich jetzt? Was für Hobbys habe ich früher eigentlich gerne mal gemacht? Was ist meine Denke? Bin ich es mir überhaupt wert, alleine für mich zu kochen? Also ich muss zugeben, ich hatte tatsächlich Rezepte. Dann hatte ich irgendwas gelesen und dachte, oh ja, das kochst du mal, wenn du Besuch hast. Bis ich dachte, hey, wieso das denn? Nee, für mich. Das braucht eigentlich, sage ich jetzt mal, obwohl ich weiß, es ist etwas schwerer, als nur dieses eigentlich, eine neue Blickrichtung der Gedanken. Du bist es dir wert. Es geht um unser Selbstwertgefühl ganz viel bei dem Thema Einsamkeit. Wir erhoffen uns zwar, dass die anderen da draußen das wahrnehmen und da etwas für uns tun. Wir erhoffen uns, wenn wir in Beziehungen einsam sind, zum Beispiel, dass da, auch das kenne ich, diese schreiende Einsamkeit, dass da dieses korrespondierende Teilchen fehlt, wo man sich auf gewissen Gebieten verstanden fühlt und nicht nur, sag ich mal, zusammen vorm Fernseher sitzt oder so etwas, sondern dass da drinnen etwas passiert. Aber wie viel Aufmerksamkeit gebe ich denn mir selber und meinen Gedanken? Wie bin ich bereit, da mal zuzuhören, was da drinnen los ist? Ich erwarte das von meinem Partner, dass er mir zuhört, mich versteht, darauf eingeht, und wie kann ich das denn selber? Würge ich das da ab? Ach nee, jetzt nicht, und so wichtig ist das ja auch nicht oder so? Also da ist schon mal ein ganz schönes Feld, wo wir mal gucken können, was ist das denn in mir? Und wenn ich dann also mich mal wieder auf meinen Selbstwert besinne, habe ich ja auch schon Filme drüber gemacht, und dann mal zu gucken, bin ich es mir wert, alleine irgendwo hinzugehen, ins Museum einen Spaziergang zu machen oder zu einer Veranstaltung oder so, oder sage ich, nee, da fühle ich mich unwohl. Ich brauche dazu jemanden, der mitgeht. Ich gehe alleine lustvoll ins Restaurant. Ich hatte ja oder habe immer noch eine Bekannte, die sagte, nee, das mache ich nicht. Dann denken die anderen ja, ich bin einsam. Ich so, ups, wie kommst du denn darauf, dass die anderen das denken? Ich schaue mir Leute an, die allein im Restaurant sind, und denke, oh, mach dich in eine Urlaubsreise hin oder eine Dienstreise oder irgendwie so etwas. Also ich gehe allein ins Restaurant, weil ich was zu feiern habe. Wenn ich also irgendwie mich freue oder irgendwas besonders gut gelungen ist, dann gönne ich mir einen Restaurantbesuch. Und ich fragte sie dann, kann es sein, dass du so über andere denkst, wenn du die alleine im Restaurant siehst, und deswegen leidest du? Und deswegen machst du es gar nicht erst, sagen wir so, damit die anderen nicht denken, du seist einsam. Also unseren eigenen Gedanken da mal auf die Spur zu kommen und auf die Schliche zu kommen. Und da ist so ein großer, fruchtbarer Boden, den wir beackern können, wo wir selber etwas tun können und uns wirklich mal den Abend selber
schön gestalten und da etwas Schönes machen, was nicht nur ablenkt, sondern diesen Gedanken auch mal freien Raum gibt. Wenn es mir also daran mangelt, ein anderes Thema, dass ich zu wenig mit Leuten in Kontakt bin, da zu gucken, also ich bin ja ein großer Freund vom Ehrenamt, wie ihr wisst, da hängt ja auch so ein komischer Grauschleier drüber, man kann überall ehrenamtlich tätig werden, also auch im Ruderverein, wo man früher mal selbst gerudert hat, die brauchen jemand, der das Equipment da aufforstet oder was weiß ich, da immer mal nach dem Rechten schaut oder so. Also da muss man nicht nur mit leidgeplagten Menschen zusammen sein, denn das höre ich so oft, nee, mein Leben ist schon schwer genug, da mag ich mich nicht noch mit dem Leid anderer Leute befassen. Das Ehrenamt ist so viel mehr, so viel breiter, wenn da Musik ist oder was weiß ich, dann geht damit los oder wie auch immer. Also da etwas zu finden oder wo du sagst, Mensch, da möchte ich gerne, dass die Welt ein bisschen besser wird. Vielleicht, was weiß ich, einmal in der Woche mit dem Hund aus dem Tierheim spazieren gehen oder so etwas. Selber aktiv werden, weil du es dir wert bist, weil du ja die Verantwortung für dein Leben hast. Es kommt kein anderer vorbei, kam bei mir auch nie einer, habe ich mir auch erhofft, aber das passierte nicht. Der morgens fragt, hey Greta, was brauchst du heute für einen Tag, was soll ich dir da eintragen? Nee, selber da die Verantwortung zu übernehmen. Und ich weiß, es sind ja schon manche, ja, ich will nicht sagen menschenscheu geworden in ihrer Einsamkeit, aber die wissen so gar nicht mehr, wie sie das da machen können. Und ich propagiere ja immer so die kleinen Schritte. Mal nicht nur, wie der Hamburger so sagt, Moin zum Nachbarn sagen, sondern ich wünsche Ihnen einen schönen Tag. Oder zur Kassiererin. Vielen Dank, dass Sie das hier für uns machen. Oder boah, das sieht ja alles ein bisschen stressig aus gerade. Ich wünsche Ihnen da ganz viel Geduld mit uns. Oder irgendeinen Satz vorher schon überlegen, wenn man den spontan nicht hinkriegt. Und da wieder in Kontakt kommen. Darüber. Also da, glaube ich, gibt es verschiedene Wege, die wir gehen können. Und zu verstehen, es liegt an uns. Und zu akzeptieren, es kommt keiner vorbei. Ich musste das auch bitter lernen. Und das macht frei. Dass man da unabhängig ist, dass man da merkt, hey, ich bin stark genug, mir meine komischen Gedanken mal anzugucken und mich dann zu entscheiden, will ich das denken? Ist das heute noch ein Thema, was vor 20 Jahren irgendwo in meiner Kindheit passiert ist oder vor 40 Jahren oder was weiß ich? Oder was da passiert ist? Ja, das ist passiert, das ist so wie ein gebrochenes Bein damals gewesen, hat wehgetan, ja, aber heute hat das keine Relevanz mehr. Also da selber aufzuräumen. Ich wünsche dir ganz viel Begeisterung dafür, wie wirst du dich fühlen, wenn du diese Themen mal angehst? Wie wird es dein Leben verändern, wenn du das mal machst? In den kleinen Schritten. Ich wünsche dir ganz viel Spaß dabei. Tschüss!